So, jetzt brauchen wir Sandstein, Glas und diese Steinziegelstufen. Denn wir wollen hier die Wege, Rex. Wir wollen hier die Wege umbauen. Dann fällt da nämlich kein Schnee mehr drauf. Und es spawnen auch keine Monster. Machen wir mal den ganzen Kies weg und setzen dafür die Steinziegelplättchen da rein. Ah ja, okay, alles klar. So, hier hört sich's wieder an wie Spinne irgendwie. Ja, das ist die Spinne bei Niklas. Bei Niklas Haus. So, die tun wir dann schön die ganzen Plättchen hin. Huch. Ja, da müssen wir auch noch was hinsetzen. Und wir haben auch gleich ein bisschen Feuerstein. Gut, dass wir keine Glücksschaufel haben. Da hätten wir überhaupt kein Kies rausbekommen. Denke ich mal. Ja, das Thema dieser Aufnahme, Dinosaurier. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen mehr darüber reden. Ich habe ja den Film gesehen. Habt ihr sicher auch. Jurassic Park. Ich habe allerdings nur einen Teil gesehen. Denn die Handlung ist ja immer das gleiche. Es gewinnen nachher die Guten. So ist das ja doch. Oder hat jemand schon mal einen Film gesehen, wo die Bösen gewinnen? Also man baut dann so richtig eine Sympathie auf für die Figuren. Und dann geht das ja nicht, dass man die da dann sterben lässt, ne? So geht das ja nicht. So, man kann jetzt hier natürlich dann gar nicht mehr rausgucken. Das ist ein bisschen dumm. Was machen wir da? Dann die Fenster ein bisschen runterziehen noch. Mal gucken, wie das aussieht. Nein. Ist immer so, als höre ich irgendwo Monster, aber oder Wasser oder so ein Echo. Kann auch vom Server kommen, ich weiß es ja nicht. So, haben wir noch Steinstufen, ja genau, da haben wir noch genug. Ja, was kennt ihr so für Dinosaurier? Also Tyrannosaurus Rex ist ja, also ich komme ja, wie gesagt, oder ich habe lange, lange Jahre in Hannover gewohnt und da gibt es das Landesmuseum und da gibt es einen, war das alles? Oh, da muss ich noch mehr holen. Und da gibt es einen Dinosaurier im Modell 1:1 aufgebaut. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Tyrannosaurus Rex.
Ist es aber gar nicht. Es ist ein Iguanodon. Ja, das ist so ein auch so ein zweibeiniges Viech, aber halt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Fleischfresser ist oder nicht. Oder war, besser gesagt, in dem Fall. Kann ich so nicht sagen. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich mich da so ein bisschen dann doch schon für interessiert, ne, für diese Viecher und nicht nur für die Dinosaurier, sondern auch für die, die Riesenentwicklungen, die es auch bei den Säugetieren gab. Da gab es ja so ein Riesenfaultier zum Beispiel. Riesenfaultier in Südamerika, oder es gibt solche Riesenvögel, die noch viel größer sind als ein Strauß. Ach, mit den Dingen könnte man eigentlich auch mal was machen. Wer hat mir da gesagt, mit dem, mit der Schmiede, da brauchen wir Feuer. Das wäre doch auch nicht schlecht hier. Kies wollte ich wegschmeißen, richtig. Oh, Kies haben wir genug. Da können wir die ganze Umgebung Kies wegen voll pflastern, wenn wir jetzt hier schon im engeren Bereich keine haben. Ja, da habe ich mich also dann sehr intensiv mit diesen Tieren auseinandergesetzt. Aus der Vergangenheit, habe mir da also auch etliche Bücher dazu gekauft. Das ist ja dann doch recht interessant. Und jetzt, wenn man Wikipedia hat, gab es ja früher sowas nicht. Ja, Wikipedia ist meiner Meinung nach wirklich die beste Seite. Ich mache ja da auch mit und schreibe da was zu dem einen oder anderen Thema, bei dem ich mich gut auskenne. Da gibt es natürlich dann auch Leute, die was reinschreiben, die überhaupt keine Ahnung haben. Aber wenn das in meinem Fachgebiet ist, wo ich mich gut auskenne oder wo ich mich meine gut auszukennen, dann kann ich das ja korrigieren. Naja, und bei Dinosauriern kenne ich mich halt nicht so gut aus. Und da muss man dann halt mal glauben, dass die Leute, die sich da auskennen, den Leuten, die sich nicht auskennen und trotzdem was schreiben, ein bisschen auf die Finger gucken. Mal irgendwelchen Unsinn rauslöschen, der da vielleicht gestanden hat. So, wie sieht das aus jetzt? Ja, ist doch schön. Jetzt machen wir hier mal den Weg vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Bis hierhin, was haben wir hier denn noch? Können wir auch noch so ein paar kleine Wege hinsetzen. Ja. Hier auch noch. Ja, wie gesagt, Bücher früher, heute Wikipedia. Man kann sich natürlich immer noch Bücher kaufen, ist ja überhaupt keine Frage. Und da findet man ganz tolle Sachen. Wie gesagt, nicht nur Dinosaurier, sondern auch anderes Zeugs. Wie zum Beispiel Riesenfaultiere. Wer ist denn die Megalodon oder so ähnlich? Keine Ahnung. Riesige Vögel, wie sie zum Beispiel in Neuseeland, wo es sie in Neuseeland mal gegeben hat. Und manche Leute sagen, gibt sie vielleicht noch. Vielleicht gibt es ja auch wirklich noch irgendwo Dinosaurier, aber naja.
Es gibt Leute, die meinen, im Kongo-Becken könnten vielleicht noch Dinosaurier überlebt haben, aber da müsste man doch zumindest mal irgendwie was gefunden haben. Also jetzt, ich meine jetzt nicht den Saurier an sich. Es gibt so Berichte von Pygmäen, dass es da vielleicht Tiere gibt, die so ähnlich aussehen. Und manchmal gibt es ja wirklich Tiere, von denen man meint, die schon längst ausgestorben sind, und die gibt es dann doch noch. Also zum Beispiel denke ich da an den Quastenflosser. Der Quastenflosser ist eine alte Fischart, die zur Zeit der Dinosaurier gelebt hat und die man dann im 20. Jahrhundert wieder entdeckt hat, im Indischen Ozean irgendwo, und die gibt es sogar relativ häufig. Hey, da haben wir jetzt unser schnell. Nicht, dass es zufriert. So, da haben wir unser Ding angezapft hier. So, da gehen wir mal schnell in die Haie. Ja, Rex, da bin ich schon, keine Bange.